Ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem Kanal. Viel Freude mit dem Video. Das 3-Fragezeichen-Orakel am 24. November 2020. Die erste Frage ist, was denkt er? Und das schauen wir jetzt auch an. Auf diesem Bild sehen wir den Mond. Mond symbolisiert die Gefühle, tiefe Gefühle, auch seine Träume, seine Sehnsüchte, seine Wünsche. Aber Mond ist eher passiv. Mond empfängt etwas. Er will etwas empfangen. Vielleicht wartet darauf, dass ihr bei ihm meldet. Bei diesem Karte handelt es sich auch um seine Träume. Das möchte er verwirklichen oder ihr erscheint in sein Traum. Die zweite Frage ist, wie fühlt er sich? Wie er sich fühlt? Das Bild spricht für sich. Er ist verliebt. Die dritte Frage ist, was vermittelt er? Und das schauen wir auch an. Auf dieser Karte erkennen wir die Feuerelement. Und das ist aktiv. Also er kommt in Bewegung, auch wenn die erste Karte, seine Gedanke, der Mond, das Gegenteil behauptet. Natürlich wartet er erstmal, bis er zum Handlung kommt. Aber in ein paar Tagen ist es auch zum Erwarten. Er nimmt die Dinge in Hand und handelt. Er schaut in eine neue Richtung. Und es ist nicht sein eigener Weg oder alleine zu sein. Es ist ein gemeinsamer Weg. Dafür spricht die Zahl 2. Die Zweisamkeit manchmal bedeutet auch Zweifel. Aber er versucht etwas zu verändern. Er schaut in neue Richtung und er hofft, dass ihr ihn folgt. Und jetzt die Tagesbotschaft, eine Seelenbotschaft. Beschütze, was du liebst. Dies ist deine Verantwortung und deine Pflicht. Das war die heutige Tagesbotschaft. Und war auch mein 3-Fragezeichen-Orakel. Und das war diese Aufnahme. Wenn es euch gefallen hat, ich freue mich, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal, eure Dendera Susanna Medici.